Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 15 Be a Pro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe Bock auf das Spiel bekommen. Und zwar dadurch, dass ich jetzt alle steuere. Macht mir das Ganze schon viel mehr Spaß. Fußballverband. Ja, hey Chris, ich wollte dich darüber informieren, dass ich dich für die kommenden EM-Qualifikationsspiele für den Deutschlandkader ausgewählt habe. Rumänien und Tschechien, wir sind noch dabei, mit 68 Vertretern die genauen Termine festzulegen, um den Einsatz für dich auch zu ermöglichen. Ich freue mich schon, dich als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen. Welche Spieler in der Startelf vorgesehen sind, werde ich dir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Na, das ist doch mal was. Da haben wir uns schon mal richtig auf uns aufmerksam gemacht. Und da geht's auch gleich los, ne? Gegen Rumänien. Das ist ja geil. Steile Karriere. So, warte kurz. Das kennen wir ja, das können wir löschen. Und das haben wir hier. Kurze Mitteilung an folgende Spieler werden aufgrund Einsätzen in der jeweiligen Nationalmannschaft freigestellt. Ja, nur ich. Der Rest von 60 ist nicht freigestellt. Und gucken wir mal, ob wir spielen dürfen. Sieht so aus. Gegen Rumänien sind wir in der... Ich möchte das ganze Team steuern und wir spielen mit Reus, Kiesling, Müller, Lahm, Schweinsteiger, Boateng. Oh, das macht ja richtig Spaß hier. Da freue ich mich wie ein Schnitzel. Mit Deutschland spielen. Gegen Rumänien. So, schicker Pass. Also schick war der jetzt auch nicht. Der war auch nicht so schick. Der auch nicht. Naja, wie dem auch sei. So, ich will das Mikro ein bisschen weiter weg haben von mir. Mal, wie die Inszenierung ist. Ich weiß nicht, ist das im Hintergrund die rumänische Nationalhymne? Das ist ja geil mit Nationalhymnen. Da fühlt man sich doch glatt wie der Profi. Leiter der Partie ist Fabrice Madulé. Los geht's. Wir dürfen natürlich nichts einstellen. Wir sind ja hier, wir spielen hier alle. Erstes Spiel also für die deutsche Nationalmannschaft. Und jetzt sind wir nur noch einer von vielen. Nicht mehr der Star. Da haben wir Basti. Der spielt hier gleich mal hin zu Zotos. Ah, ja, passt es eh abseits. Kannst du aufhören zu laufen. Zu spät. Der Pass zu früh gestartet. Boateng. Zotos, schön die Ballannahme. So rübergelegt zu Schweinsteiger. Der auf Lahm, Fipsi. Kiesling. Schön gedreht und jetzt die Schusschance für Kiesling. Klärt, ich weiß nicht, ob wir für die Ecken zuständig sein werden. Nein, wenn wir nicht, Reus ist das. Marco Reus löffelt die Ecke rein. Aber Pantilimon, so heißt er. Nein, Entschuldigung. Kennt mich jetzt in Rumänien nicht ganz so gut aus mit dem Fußball. Deutschland auf jeden Fall erstmal hier am Drücker. Die waren heiß wie ein Schnitzel, das nächste gleich. Und ja, ich habe jetzt, wenn ihr die Parts seht, habe ich gerade drei Parts in drei Tagen rausgehauen. Das kennt ihr von mir gar nicht. Schweinsteiger. Müller. Fipsi. Der ist ja eigentlich zurückgetreten, oder? Also, aber spielt hier noch. So, Flankenwechsel. Kiesling. Natürlich auch mit dem Kopf stark, aber jetzt wird es hier durchgeschippt. Nee, kommt nicht an. Aber, nein, ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir nachsetzen. Können wir aber nicht. Nationalmannschaftsdebüt also für Zotos hier. In der ersten Saison schon bei 60. Der hat natürlich auch viele Booster, da muss man natürlich auch ganz klar sagen. Sonst wäre es natürlich nicht in der ersten Saison gewesen. Hummels, können wir annehmen.
dann wären es dann doch zu viele. Von Rumänien noch gar nichts nach vorne. Fips die schön dazwischen. So, jetzt können wir mal ein bisschen Speed aufnehmen. Oh, schön von... Aber der Ball kommt wieder zurück zu uns. Schön nochmal zurückgekämpft. Wir spielen uns hier durch. Wow. So raus auf den Flügel. Müller. Müller. Müller geht da einfach so durch. Kommt hier fast zum Torerfolg. Im Spaziergang. Boateng, der köpft natürlich alles raus da hinten. So, Berberspin. Zum Speed aufnehmen. Dann der Pass. Schön zu Fipsi. Ah. Oh. Fipsi spielt hier schon fast Mittelstürmer. So, ob wieder da vorne ist. I like, I like. Die blöden Nachrichten liegen natürlich schon ein bisschen auf den Keks hin, dass die da so reingespammt werden. Wenn man gucken, ob man das irgendwo ausstellen kann. Gehen wir stark davon aus. Hier noch gelb für Radu. So, Marco fucking Reus mit der Ecke. Schmelze! Ah. Gisseris oder so ähnlich dazwischen. Gisseris. So, Marco löffelt wieder rein die Ecke. Boah, Kiesling wäre da fast dran gekommen. Aber fast ist ja im Endeffekt dann doch weit entfernt. Großkreuz, schön. Schweinsteiger. Kiesling. Schön aufgepasst hier von den Rumänen. Die hatten mal, na, wann war es? So 2000? War es so 2000 die goldene Generation, wo man den sogar bei der EM damals alles zugetraut hatte? So als Geheimfavorit quasi abgestempelt. Ist nicht mehr viel von übrig geblieben. Von den guten Spielern. Ich weiß auch nicht, was da los war, warum das Talent denn da so verschwendet wurde. So, Todos raus auf dem Flügel zu Marco Reus. Der kann jetzt mit Tempo gehen. Geht am linken Flügel lang. In der Mitte lauert Müller. Der kriegt auch die Flanke, aber Pantilimon kommt da raus wie eine Katze und fängt das Leder ab. Roulette in den Gegner von Sotos. Defensiv stehen sie allerdings Wiener 1. Kiesling, den nimmt er nicht gut. Kann er auch über schwerer passen. Ne? So ehrlich müssen wir dann auch sein. Martell. Maxim. Der Stuttgarter. Oh, schöner Pass zurück hier. Maxim jetzt mit der Chance hier. Und dann wird es ganz verrückt. Und Manuel Neuer muss hier mal richtig zupacken. Größte Chance im Spiel. Dann bis auf Ballbesitz und Schicki-Schacka-Spiel ist noch nicht viel rumgekommen bei uns. Und dann die Ecke. Das gibt's nicht. Neuer greift daneben. Wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Das alte Spiel. Hat er aber nicht. Eieiei. Ja, was soll man machen? Müssen wir halt mit leben. Dann war Halbzeit 1-0, also zurück in unserem Debüt gegen Rumänien. Sag mal so, es könnte besser laufen. Jetzt einfach mal. Nimmt sich da ein Herz. Vorbei an allen. Oh Gott. Und dann, ja, kriegt er den Ball nicht mehr unter Kontrolle. Ärgerlich. Kiesling. Sotos wieder. Will er rüberlöffeln zu Kiesling? Klappt nicht. Kiesling nochmal. Steckt durch zu Marco Reus. Weil der kommt da auch nicht ran an den Ball. Zum Wechsel Kiesling muss runter. Gomez kommt.
Boah, da sind wir wieder am Ball. Martell? Ja. Weil es ist ein EM-Qualifikationsspiel, was wir da gerade versauen. Thiori? Die haben natürlich jetzt Zeit, die Rumänen. Ne? Die denken, ich spiele mal halt hinten ein bisschen rum. Wir führen hier 1-0 gegen Deutschland. Das ist mehr, als uns irgendjemand zugetraut hat. So, Fipsi. Gomez kriegt den Ball nochmal. Jetzt durchstecken. Auf Marco Reus. Marco Reus. Nein. Elfmeter. Es gibt den Elfer, wird da regelwidrig am Schuss gehindert. So die Entscheidung des Unparteiischen. Karte lässt er allerdings stecken. Panteleimon kann es nicht fassen, doch lässt die Karte doch nicht stecken. Gelb für ihn. Wir gucken. Wir haben die Zeitlupe. Ja, er trifft hier nur Marco Reus. Ganz klarer Strafstoß. Und Tsotos muss runter. 60 Minuten dauerte das Debüt. Mesut Özil kam dann. Und Müller darf sich das Leder schnappen für den Penalty. Panteleimon, der ist heiß. Der will seinen Fehler wieder gut machen. Müller tritt an! Tritt das Ding! 1-1, Deutschland gleicht aus. Thomas Müller per Foulelfmeter unten rechts vom Torwart aus. Und ein Mesut Özil kommt für Christodos. Ja, der hat ein schlechtes Spiel gemacht, ne, muss man so sagen. Konnte ja 2-3 Aktionen zeigen, mehr war es aber auch nicht. Und, die waren auch jetzt nicht so zielbringend. Oh, jetzt wird es hier nochmal gefährlich, Neuer. Ah, Neuer heute sehr unsicher. Was ist da los, Neuer? So, Schweinsteiger, das hat er gut gemacht. Fipsi, nee. Kommt da nicht ran. So, Gomez. Oh, ich wollte den eigentlich da auf Reus weiterlegen. Klappte leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Stojan. Maxim. Das ist wieder Stojan. Stojan! Stojan! Und der macht es nicht. Geht da wundervoll vorbei an einem. War dann beim Abschluss. Kriegt er dann das Nervenflattern. Marco Reus hier, vorbei an einem. Vorbei am zweiten, provoziert wieder das Foul. Bleibt aber stehen. Flanke hinein. Schade, Gomez kommt da nicht ran. So, Fipsi nimmt ihn da wieder mit. Deutschland sehr, sehr offensiv. Großkreuz im Aufgebot ist auch sehr interessant. Lahm spielt im Mittelfeld. Ja, diese Diskussion hatten wir auch zu WM. So, da haben wir wieder Reus. Da haben wir wieder Reus. Ui, wird da wieder sehr hart angegangen im Strafraum. Diesmal reicht es den Unparteiischen aber nicht, um nochmal auf den Punkt zu zeigen. Müller. Ah, oh, Pass kommt nicht durch, Pass kommt nicht durch. Boateng läuft durch, willst du Jan hier den Ball abnehmen? Den gelingt doch erstmal. Schön verarscht hier. Flanke gut und da verpassen sie alle. Özil muss hier Defensivarbeit verrichten. Da gibt es nochmal Freistoß. Aus einer guten Position. Radu ist das. Kurz.
Jetzt vielleicht mal selber Content hier noch. Das wäre es ja. Wir haben schon noch genug Leute da hinten. Ach, Schweinsteiger, er kriegt ihn da nicht durch. Sehr schöne defensive Leistung hier. Schlechter Einwurf. Da sollte aber auch überhaupt nicht hin. So, er machte ganz viel Betrieb da auf der rechten Seite. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit im Strafraum. Doppelpass abgefälscht. Neuer fischt ihn raus. Das wäre es ja noch gewesen. Riesenmöglichkeit hier nochmal für Rumänien, das Spiel doch noch zu gewinnen. Ja, 6-4er. Zweikämpfe 100%, immerhin 88% Passquote ist auch okay. Ja. 1-1. Deal with it, ne? Wir sehen uns beim nächsten Part.